Ich würde den unterschiedlich definieren. Einmal Menschen, diejenigen, die Zivilcourage unter Beweis gestellt haben, die etwas geleistet haben, die aber im Sinne sozialer Leistung, nicht einfach nur Erfolg des Erfolgs wegen, also nicht Kohle machen, sondern sich für andere einsetzen. Für denen habe ich Respekt. Oder kommt vieles zusammen. Ich bin jemand, der als Schüler in theoretischen Fächern sehr schlecht war. Ich musste es sinnlich erfahren, um dazulernen zu können. Und indem ich in den Rollen bin, erlebe ich die Welt immer aus einem anderen Blickwinkel. Es ist immer alles ganz anders, als ich es vorher wusste. Zumal, wenn man prominent ist, das ist sogar gefährlich, dann Prominenz hat auch immer ein bisschen mit Prostitution zu tun, ob man will oder nicht. Ich habe Freunde, Deutsche, Schwarze, aber auch Afrikaner, die immer ein Problem haben, in Deutschland, in anderen Ländern weniger, immer nur aufgrund der Hautfarbe wahrgenommen, definiert werden und dadurch keine Normalität erleben. Das heißt, manchmal blöde Sprüche anmache, aber manchmal sogar von oben herab, wie ein Kind, wie ein Schutzbefohlenen, dem man sagen muss, wo es lang geht. Dazu kommt aber auch zunehmend aggressive, manchmal brutale Gewalt, dass jemand aufgrund der Hautfarbe wirklich vom Glück sagen muss, dass er nicht zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort ist, um attackiert zu werden und vielleicht sein Leben zu verlieren. Das nimmt zu und das in bestimmten Regionen, da spricht man sogar, die rechtsradikale Szene spricht von national befreiten Zonen. So, und da habe ich mir entschlossen, ich erlebe mal den Alltag eines schwarzen Menschen. Und das Verrückte war ja, ich habe mich gar nicht groß verändern müssen. Ich sah in der Rolle ja vorteilhafter aus. Nicht? Ich wirkte 10 Jahre jünger. Also eigentlich wirkte ich so, dass man mich nicht hätte ablehnen müssen. Und ich kam auch so daher, wie ich sonst im Leben daherkomme. Freundlich, zurückhaltend, nicht provozierend. Und trotzdem immer wieder blöde Sprüche, Spott, Anmache oder von oben herab sich wie einem Kind gegenüber und manchmal eben auch und gerade in der Fußballszene, in einem Fanzug von Cottbus nach Dresden, da habe ich um mein Leben gefürchtet. Wenn es da nicht eine junge Polizistin gegeben hätte, die da noch angetrunkenen Hooligans Einhalt geboten hätte, Hand- und Pistolenhalfter, wäre ich da nicht mehr heil rausgekommen. Wobei es natürlich alle Mischformen gibt. Ne? Weiße Großmutter, weißer Vater, das war auch so eine Sache. Es gab Feuilletonisten, die wollten das nicht wahrhaben, was ich herausgefunden habe. Und die wollten das nicht an sich ranlassen und gar nicht erst diskutieren. Und da kamen Überschriften, ein Mann will gehasst werden. So sähe doch kein echter Schwarzer aus. Ja, Moment, wie sieht denn ein echter Weißer aus? Ja? Was heißt denn ein echter Schwarzer? Das ist da auch schon ein rassistischer Anklang. Das ist doch bekloppt. Ja? Und dann hieß es, ja, Somalia, Ogono, Kwame, Westafrika, das wäre so, als wenn ein Franzose Wolfgang hieße, wurde mir zum Vorwurf gemacht. Ja, mein Gott, auch das gibt es. Und das ist der Mensch der Zukunft über ethnische, nationale Grenzen hinweg. Da vermischt man sich, da heiratet man über Grenzen hinweg. Das ist doch der Mensch der Zukunft. Und das ist das Allerschlimmste. So muss ich sogar aufpassen, dass aufgrund meines Erfolgs ganz unten das höchste Auflage nach Nachkriegsgeschichte von einem Sachbuch, über 5 Millionen Auflage, dass jetzt Menschen kommen, mir auf die Schulter klopfen und Respekt bezeugen, nur des Erfolges wegen. Aber das sind manchmal Typen, mit denen möchte ich nichts zu tun haben, weil die wirklich nur Vorteilnahme, Überheblichkeit, Arroganz, die sich über andere erheben, Klamotten, Statussymbole zu ihrem Weltbild machen. Und da muss ich aufpassen. Ich bin ein sehr höflicher Mensch, harmoniebedacht, dann bin ich zu höflich, um denen sofort die Meinung zu sagen. In der Rolle aber, da bin ich mutiger. Da bin ich auch manchmal ja, schlagfertiger. Tja, gefällt mir. Da kommen bei mir Eigenschaften hervor, aus der Notwendigkeit heraus.
die mir sonst eher verträumt, eher meditativ abgehen. Kommt doch an, wo ich auf die Welt komme. Das kommt ganz drauf an. Hier in diesem Land möchte ich nicht unbedingt als Schwarzer auf die Welt kommen. In der jetzigen Situation, so wie ich jetzt mich wehren kann, würde ich sagen, sofort mir hier schwarze Hautfarbe durch ein Medikament verschaffen. Weil du jünger aussiehst. Weil ich jünger aussehe, das kommt hinzu. Mensch, ich bin seit 10 Jahren jünger, ich hatte ja echte Chancen noch bei einigen jüngeren Damen. Und in dem Asylbewerberheim in München, da war eine aus, wo kam sie her, aus Kenia, die mochte mich, ja, ja. Nee, das spielt auch eine Rolle. Ciao.